Hey ho und willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Nachdem wir die Archon-Quest fertig gemacht haben mit Zhongli, der ja der Geo-Archon war, schauen wir uns heute dieses Event an, weil das ist noch 8 Stunden da und ich dachte mir, dann mache ich das gleich. Ich hatte leider schon ein Gespräch mit, wie hieß die nochmal, Musk? Ella Musk, genau. Und jetzt können wir hier mal weitermachen. Ja gut, ich habe hier sehr viel zu tun. Ich weiß noch nicht, ob das eine Folge wird oder ob das nur ein Zusammenschnitt wird, aber mal sehen. Suche nach Hinweisen. Suche nach Hilichurl, mit denen du an der Seite von Ella Musk kommunizieren kannst. Und bitte diesen um Informationen und den merkwürdigen... über den merkwürdigen Hilichurl. Okay. Zur Untersuchung. Ein guter Tausch. Verbleibende Zeit zum Abschließen. Okay. Das ist also mit Zeit gut zu wissen. Dann teleportieren wir uns schnell mal dahin. Also irgendwo hier. Muss ich die bekämpfen, oder? Hier vielleicht? Hier. Der Typ bestimmt. Hi. Was geht, Kumpel? Ich tu dir nichts. Will nur reden. Er will nicht mit mir reden. Ich verzweifle langsam. Mache ich irgendwas falsch? Ich hoffe nicht. Hey, Buddy. Ich will mich nicht so an dich ranschleichen. Hey. Willst du nicht? Okay, ich verstehe schon. Da hinten tanzt noch einer. Okay, hi. Bro. Können wir mit dir reden? Ja. Ach Gott, zum Glück. Mimuemosi. Mimuhe. Mita. Mita Movolata. Oh, er ist hungrig. Mal sehen, was er will, ja? Er scheint irgendein Fleisch zu wollen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Könntest du bitte im Handtuch nachsehen? Als ob ich gerade darauf... Mita Movolata. Ihr seht jetzt schon, möchtest du ihm dies gibst. Mita Movolata. Mita. Fleisch. Leckeres Eis. Beliebtes Fleisch. Was? Mita Movolata? Bedeutet Fleisch im Wasser. Zukünftiges kleines Ella könnte... erraten, was es bedeutet. Hä? Fleisch im Wasser? Okay, also es ist irgendeine Art Fleisch im... Ah, vielleicht Tofu. Oder halt Ente, aber... Krebs. Oder? Oder Fisch? Krebs oder Fisch? Meinst du Fisch? Yeyetomo Mosimita. Mosimita! Ja, Suppe? Du Odomo Tomo Dala. Mimito Nie. Ja, Sidomita. Mimito Misido. Okay. Er sagt, er weiß es auch nicht, aber er kennt jemand anderen, der es weiß. Er hat uns sogar gesagt, wo wir ihn finden. Ja, lass uns mal auf die Suche gehen. Okay. Lol, was, wenn ich ihn jetzt töte? Okay, er ist weg. Ich meine natürlich, ich wollte ihn, Hallo sagen. Hier, da hinten tanzt einer. Es könnte der da oben sein. Dieser Ort scheint... Es sollte der Ort sein. Irgendwie sowas. Hey, Bro. Bist du nett? Sollen wir mit dir reden? Nein, sollen wir nicht. Na komm her. Schmeißt dich mal geradewegs nach oben. Das sollte dann reichen. Okay, und du, mein Freund, hast gerade gar nichts gesehen. Okay, du kannst nicht bezeugen, dass ich das gerade gewesen bin. Reden wir oder tötest du mich? Okay, diesmal sage ich das nicht, weil das klingt blöd. Warte, lass mich das machen. Ja, was brauchst du da? Das schien gut zu funktionieren. Was hast du gesagt? Was hat er gesagt? Das ist eigentlich die bessere Frage. Ich habe gefragt, ob er Hilfe von uns will und tatsächlich scheint er das zu wollen. Okay, er braucht irgendwas. Oh, er sagt, dass er im Grunde will, dass wir ihm helfen, einen starken Feind zu besiegen. Oh nein, bitte, bitte kein Ruinenjäger. Alles nur kein Ruinenjäger. Gut, der Standort des Feindes ist auf der Karte markiert. Nun bist du dran. Oh, nee. Tada.
Ja, da, da. Da, 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 da. Gut, die besiege ich gern. Schau, da drüben sind sie. Ja, ich bin blind. Wow, danke für nichts. Ja, okay, das geht nicht. Da hinten ist ja noch einer. Aus. Gute Nacht. Oder komm her. Okay, gut, ganz schön viele Reaktionen. Flieg! Oh. Stirb. Should replace my hammer. Ja, hol dir mal was anderes. Ah, ja. Cool. Easy, und jetzt wieder zurück zu dem... Da sind wir auch schon. Es scheint, als wollte uns etwas sagen. Könnte es etwas mit dem merkwürdigen Hilligirl zu tun haben? Hilligirl, genau. Hier, hier irgendwas. Ja, Odomo. Was? Unter Nuno. Unter Nuno? Unter dem Staubsauger von Teletubbies, da ist er. Ich weiß nicht, was Tomo Valo heißt. Wenn ich das sage, nicht, dass er dann verärgert ist. Valo Tomo. Okay. Hehe, Valo. Anscheinend verstehe. Nach deinen Untersuchungen wird der merkwürdige Hilligirl etwa zu dieser Zeit erscheinen. Unter Nuno. Ach so, okay. Ja klar, unter Nuno. Unter? Unter Nuno. Späte Nacht. Späte Nacht. Okay, unter Nuno ist späte Nacht. Es geht direkt weiter. Wir müssen nämlich an einem bestimmten Ort. Und zwar zu der Zeit unter Nuno. Nein, nein, falsche Zeit. Da, hier. Okay. Das müsste ungefähr hier sein. Die späte Nacht. So, wir haben 5 nach 12 unter Nuno. Besiege den merkwürdigen Hilligirl in der vorgegebenen Zeit. Ist das der merkwürdige Hilligirl? Yo, Bro, was geht? Oh, du bist so cool. Ich will ein Foto von dir machen. Er chillt hier einfach sein Leben. Okay, ich soll ihn besiegen. Aber warum soll ich ihn bekämpfen? Der macht uns doch gar nichts. Besiege den. Hey. Es war die Prinzessin. Boah, ich muss auf E drücken. Es tut mir leid. Ehrlich gesagt, ich will den wirklich nicht bekämpfen. Es tut mir leid. Und hoch in die Lüfte. Autsch. So, und jetzt schnell die Attacke machen. Oh Gott, der hat wirklich seine Kollegen gerufen. Ah, wo ist der Mage? Du? Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ey, tu mir das doch nicht an! Ich würde ja gern wechseln, aber jetzt kann ich wechseln. Hi. So, komm schon. Life goes on. Jetzt geh. Nein, nein, nein. Jetzt hier hin. Und Heilung. Komm hierher. Oh Gott. Incinerate.
Kohlkopf hier liegen lassen. Ist egal. Okay. Das war alles? Boah, hatte ich mal mitbekommen, wie ich ihn besiegt habe. Hä, und jetzt? Also, und jetzt geht's dann weiter. Okay. Das war also der erste Sichtungsort. Onwards. We have work to do. Und das war's auch mit dieser Folge. Beim nächsten Mal werde ich dann vielleicht schon beim Untersuchungsplatz 7 sein, damit ich euch das Ende dieses Events noch zeige. Damit ihr so einen Einblick habt in dieses Event, was gerade noch stattfindet. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.